So. Ja, diese Hand ist nicht schön, ne? Aber Toffel möchte sie halten. Ich habe gefragt, ob man sie halten kann, und du meintest, kann man halten. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe gesagt, die ist scheiße. Dann meinst du, aber guck mal, wir haben zwei Morphs. Ja, und wir können Master the Way spielen und wir haben zwei Draws auf ein grünes, ein Draw auf ein ungetapptes grünes. Ich finde es okay, die zu halten. Ja, finde ich schon borderline. Würde ich sagen, so Borderline. Coinflip-mäßig. Aber wir spielen lieber mit mehr Karten als mit weniger. Natürlich. Wenn es nicht klappt, war es natürlich Monopech. Ja, jetzt kann auch schon wieder nichts mehr passieren. Obwohl unser Gegner Absand ist. Most likely. Okay. Madu, Raute 2. Grün. Oh, bist du ein Glückspilz. Glücklicher Pilz. Ja, mit der Mauer wird der Draw extrem smooth. Morph? Ja, nee, wir kehren echt nicht. Können wir nächste Runde entspannt ummorphen? Schön reingehen. Gibt's jetzt? Das ist der, der Lifelink macht? Ja, aber der wird doch dann schön. Dem wird doch schön der Weg gemeistert, oder? Dann demnächst. Ja, auch wie richtig schön Force Away gegen den ist, also gegen Outlaster generell. Ja. Und weißt du, wie geil Force Away mit dem ist? Ja, ist ja okay. Wenn wir dann mal 9 Mana haben, unterhalten wir uns drüber. Obwohl ich das auch schon gemacht habe, ehrlich gesagt, mit meinem eigenen Aven den Spell Snatcher gebounced, damit ich ihn wieder replayen kann. So, End of Turn mit 9 Und man Mana. kann auch recht angenehm jetzt den Morph spielen und Force Away offen halten. Weil dann kann man wieder den Stunt machen, dass der Morph blockt. Und dann kann man bouncen. Du willst nicht einfach mastern jetzt? Nö, ne? Man könnte den mastern. Wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Weil dann könnten wir auch in der nächsten Runde einfach den legen. Ist wahrscheinlich besser, als einfach den Morph zu spielen. Ja. Ich glaube schon. Ich glaube auch, wir wollen ihm jetzt nicht Leben geben, wo keins ist. Bevor er dann irgendwie noch ein Feed hat, Ja, ist, das glaube stimmt. ich, Das stimmt. die Lösung die beste. Und naja, im Notfall ist es auch einfach ein Draw mehr an einem Land. Ne? Also, wir wollen ja, das sechste Mana ist extrem wichtig für dieses Deck. Das ist unendlich wichtig. Also, man würde sagen, neben dem Land Drop von allen davor das Wichtigste. Ja. Und auch so, selbst wenn wir es nicht ziehen, ist es nicht so schlimm, aber wenn wir jetzt zweimal kein Land ziehen, sind wir einen Zug näher an dem Land dran. Da können wir nächstes Jahr immer noch wahrscheinlich den und Force Away spielen. Ja, ich glaube, Snow Rider. Ja, Snow Rider ist auch okay. Ist eine gute Clock, wenn wir den umwerfen. Allerdings hätte ich auch hier wiederum keine Lust, den aktiv umzumorphen. Wen? Den Snow Rider. Ja. Nö, im Moment sind wir noch so. Also, wir machen zwar Damage, aber so von der Board-Position sind wir jetzt nicht unbedingt vorne. Mal angenommen, er würde angreifen. Welchen der beiden Mobs würdest du blocken? Mobs? Immer den ersten. Und der erste könnte nicht der 5-2 sein? Doch. Ist es nicht wahrscheinlicher, dass der erste der 5-2 ist? Nee, ist wahrscheinlich, dass der erste ein 3-6er oder ein 1-5-Flieger oder sowas ist. Der gute Morph ist meistens der zweite. Ja, aber der gute Morph ist in dem Fall nicht der 5-2 und der Rest kann ihn nicht umbringen. Stimmt. Außer der 5-3er. 5-3er? Ach, der schwarze? Ja. Du würdest lieber den Third blocken, weil du denkst, es ist eher eine Brigade oder was in die Richtung? Der zweite Mob ist auf jeden Fall der qualitativ hochwertige. Aber ja, stimmt, der 5-2er macht diese Rechnung ein bisschen seltsam. Ich glaube, im Notfall ist das nicht der mit den 5 Power. Es könnte sogar sehr gut sein, dass das einfach der Investigator ist. Instigator heißt das übrigens. Ist mir egal. Ja, ich weiß. Bitterrelish ist eigentlich ganz geil. Geht der auf weniger als 15, was eins weniger für den Mystic ist. Auch wenn natürlich es ihm ein bisschen mehr Gas gibt, aber Ja, ich glaube, es ist schon das Beste, was er machen kann. Wenn er uns hier einen Mardu Rough Rider hingeballert hätte, hätte ich schon weniger cool gefunden. naja, also wie gesagt, dadurch, dass wir die Force Ways haben, können wir sowohl was auf den Tisch legen,
als auf Force Away spielen. Und dieses Tempo durch die Force Away ist so, so wichtig. Ha, Glückspilz. Ich glaube, wir legen einfach den, oder? Na, nö. Nö? Warum nicht? Wir legen jetzt zwei Morphs. Ich glaube, es ist richtig gut, zwei Morphs zu legen. Und noch einmal irgendwie den Schlucko zu machen. Und dann halt wirklich die Option zu haben, alle seine Kreaturen zu bouncen und zu Spell Snatchen ab nächsten Zug. Weil, guck mal, das ist jetzt das Window. Du musst ja jetzt keinen Vanilla 5-6er legen. Er hat doch ein Removal gezogen. Das nützt dir nichts. Aber wenn wir zwei Morphs legen, schmeißt er den Morph auf den, also das Removal auf den Morph. Dann haben wir den anderen oder was? Also ich glaube, es ist ein gutes Fenster, nochmal zwei Karten aufs Feld zu bringen. Und dann den Entspannung zu machen und nichts und so. Aber wir legen die beiden guten Morphs, ne? Ja, ja. Also die beiden sehr guten Morphs. Ja, okay. Also da ist vielleicht auch noch ein bisschen das Quäntchen Gier hier in meinen Augen. Das verleitet es auch ein bisschen dazu. Wenn übrigens jemand zwei Morphs legt, gleichzeitig finde ich es sinnvoll zu fragen, welcher der erste ist, weil der erste eigentlich nie der wichtige ist. Hast du den unwichtigen? Ach, wir sind beide wichtig. Ja, wir sind beide wichtig. Aber ich habe den, zu sagen, ist glaube ich egal, aber ich habe schon mehrmals bekommen, dass Leute zwei Maus gelegt haben und ich gefragt habe, welcher als erster ist. Dann waren sie verwirrt und dann haben sie gesagt, der ist der erste. Und es war halt der weniger Aufmerksamkeit kriegen soll. Lassen wir durch? Würde ich schon sagen, oder? Wir haben ja schon vermutet. Allerdings, wenn das jetzt ein 5-Power-Dude ist, hätte ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn er den einfach umwirft. Ja. Und ich glaube, das machen wir. Ja, die War hat, ist es genau das, was die War jetzt machen soll. Sein Mana binden. Das sieht mehr so aus, als wenn er jetzt einen Winged Rock legt. Oh Gott, das ist immer Winged Rock. Ich glaube, Winged Rock könnten wir schlagen. Ja. Vor allen Dingen, wenn das jetzt krass. Na gut, dann. Oh, wie schlecht das ist. Stabilisieren. Oh, wie gut das ist. Schnappen wir uns das? Schon, ne? Was soll da jemals schief gehen? Dann können wir auch. Wir könnten auch alles bouncen. Finde ich nicht sehr gut. Finde ich auch nicht sehr gut. Ja, komm, wir schnappen. Toppel hat geschnappt. Also, Free Killshot in der Defensive zu haben, ist schon was Geiles. Ja, das stimmt. Da sagt man, ja, man beschwert sich halt so selten. Das ist halt ein Infinite-3-for-1 gerade mit diesem Typen. Und den nimmt man halt immer. Wir wollen auch den 3-2 behalten. Jetzt können wir zum Beispiel, der kann super einfach den blocken, weil den müsst ihr dann pumpen. Der 3er kann so einen Morph blocken, weil wenn er ihn aufmorpht, dann können wir immer noch den Killshot anwenden. Unsere Situation ist mehr als komfortabel. Ja, ich glaube, ich hätte irgendwie, wäre immer noch im komischen Modus gewesen, wo ich nicht das obvious Play gesehen hätte. Weißt du, wenn ich einmal von der Gier besessen bin, Toffel, dann komme ich auch nie wieder raus. Da bin ich wie König Midas, der alles in Gold verwandeln will. Und aus Versehen dann dick anfasst. Oh, oh. Bist du dann ein Golddigger? Ja. Auch hier relativ. Die Force Aways haben wir noch gar nicht benutzt, aber. Ja, aber sie waren so gut bis jetzt. Nee, es ist eine schöne Rückversicherung, wenn man eh schon alles. Aber du merkst, wie schön sie in die Kurve passen, ja. Wie präsent sie auf der Hand sind. Also, wir hätten auch locker sagen können, wenn wir jetzt mehr unter Druck wären, wir resetten mal lieber mit Force Away eine Sache, spielen den Morph und haben dann nächste Runde eine bessere Option. Ich war halt bei meinem Versicherungs- und Finanzberater und ich glaube, der würde das sehr gut finden, dieses Konzept. Dass es geht einem so schon gut und dann hat man auch diese Force Away, einfach damit nichts passieren kann, weißt du? Man bezahlt zwar zwei Slots in der Hand, aber das ist es immer wert. So, jetzt will er uns zwei Kreaturen opfern lassen. Oh, Pech. Ich glaube, es sind einfach die Mauer und der 3-3er. Ja, glaube ich auch. Wo wir dann ganz schön den Schlucko machen. Ah, aber dann wird er alles gebounced. Ja. Ja, finde ich gut. Und er ist ja auch tot. Er ist einfach tot, das ist korrekt. es sei denn, er hat diesen Morph, der zwei Leben gibt. Zwei Leben gibt. Was ich aber nicht callen würde. Dass er den hat?
Na klar. Ja, es wirkt relativ unwahrscheinlich. Weil er hätte schon längst umgemauert. Und wir haben ja auch noch das. Oh, haben wir Glück. Die sterben. Ja, doch. Im Angriff umzumorphen wäre es nicht sehr gut. Ja, wäre richtig schlecht gewesen. Pony Brigade und? So, können wir jetzt mal sehen, was das ist? Ah, der Instigator war der dritte. Ach, sehen wir das? Das sehen wir gar nicht da, oder was? Nee. Ja, das war der Instigator, ne? Ja, der, mit dem man nicht angegriffen hat. Ja, aber der Brigade. Okay, hätte man irgendwas machen können. Aber der gute war der zweite. Ja. Und ja, Instigator müssen wir ein bisschen im Kopf behalten. Weil der kann schon mal. Der kann schon mal. Auch sehr gut mit Force Away übrigens. Wenn man sich so ein bisschen beschützen kann davor. Same procedure? Ja, bin ich auch dafür. Was hatten wir gesehen? Hat der irgendwas mit Zweitpower? Ein paar Morphs? Ja klar, die ganzen Morphs, die Brigade. Also selbst wenn die Morphs umritzen, sind es noch Zweitpower. Er hatte das Ding, was zwei Kreaturen sacken lässt. Ja, da ging es auch gut. Wollen wir Cancel haben? Never. Nö, also ich denke Mountain gegen Embodiment finde ich wieder einen guten Trade-off. Wenn 0-3 relevant ist, mag ich diesen Typen. Hm. Weil guck mal, unser 0-5er hat auch gerade nichts anderes gemacht, als live zu gehen. Wie war das mit dem Forest? Oh, das ist aber jetzt schon ein ganz schöner Stretch, oder? Also wir haben ja einen Morph. Ein guter Professor hat mal ein neues, neumodisches Konzept erklärt. Das hat damals noch den sehr kryptischen Namen YOLO getragen. Okay. Und ich glaube, das wenden wir hier an. Das wird hier ungefähr so. Ja, das war's. Mann, ich dachte, du erzählst was mit Gehalt. Mit Gehalt? Ja. Oh, bist du ein beschissener Glücksbild? Ja, ich werde dir auch mal einen Leserbrief schreiben. Ich finde es okay, weil durch den Eisfilter eben haben wir auch ein relativ gutes Turn 4 Play. Wenn wir den morphen. Aber jetzt zocken wir ihn doch einfach, oder? Achso, zur Liste. Ich glaube jetzt schon wieder nicht. Ja, oder? Jetzt schon wieder nicht, weil du. Oh, wie viel Glück du haben kannst. Weil. Ja, also wenn der nicht gekommen wäre, hätten wir. Das. Und jetzt legen wir dann aber auch jeden Fall ihn als Morph. Hm. Vielleicht, man hätte überlegen können, Insel zu legen, weil es gibt vielleicht einen Fall, wo man nächste Runde Aven und Tap-Tap legen will. Oh. Kann ich mir gut vorstellen. Oh, sehr sick. Aber den attacken wir doch einfach, oder? Ja. Wir legen jetzt einfach Aven face down. Ja. Vielleicht wäre das sogar besser gewesen. Ich glaube, ich erst angegriffen. Oder willst du das ja blocken? Nö, ich will, dass der stirbt. Soll nicht gegen meinen 4-4er verlieren. Der ist auch relativ gut gegen das Parapet. Parapet? Ja, wir müssen ja jetzt hier nicht einen auf Aggro machen. Ich meine, er ist auch auf einmal 4-Color, ne? Suddenly 4-Color. Na, was hat der vorher nicht? Grün? Ja. Was gibt's jetzt für Rot, Grün, Blau, Weiß? Den, okay. Der ist relativ schwach gegen. Gegen End of Turn Bounce? Du greifst euch einfach an. Lässt ihn dann outlasten und bounce dann. Ja, und wenn er blockt? Dann bounce ihn halt gleich. Oder du tradest sogar, finde ich auch nicht schlecht. Gegen den zu traden mit deinem schlechten, also mit deinem, weißt schon? Aber er blockt natürlich nicht. Natürlich blockt er nicht. Hier ist es natürlich ab und zu mal wichtig, dass wir vorher angreifen. Und ich glaube, hier legen wir einfach den Rider, ne? Ja, finde ich solider. Solides Play. Weil mit einem Forest könnten wir nächste Runde unter Umständen bouncen und Pet legen. Ich glaube, es ist P. Parapet? Es muss Parapet sein. Parapet? Parapet ist das, glaube ich, einfach. Parapet. Es ist ein Archeres Parapet. Naja. Das riecht nach La. Nach La. Ich hab Bock gesagt. Oh. Oh. Ja, dann geht's rein, ne? Na, es geht rein. Ich würde auch hier so einen Boon zocken. Nee, ich glaube, wir wollen diesen Absan-Typen bouncen. Na gut, dann nicht.
Wäre natürlich doof, wenn das der Morph ist, der... Der Death-Touch-Morph? Ja. Ja, um den zocken wir nicht drum rum. Oh, dieses Boom ist so krass. Wenn man in Theros immer dieses Enchantment gespielt hat, was plus 2 bis 2 gibt, für Flash, dann lernt man Boom auch so richtig lieben. Dieses Enchantment war auch, glaube ich, sehr, sehr lange sehr unterschätzt. Ja, das stimmt. Bis irgendwann, ich glaube, Finkel meinte mal im Grand Prix, dass die beste Kamen ist. Und hat dann auch immer so Decks gespielt, die 5 davon hatten. Ja, das war schon sehr, sehr krass in manchen Decks. Und so ist das hier. Gerade in dem Format, in dem der 4-Slot sehr leer ist. Das wäre interessant, wenn der angreift. Blocken wir den? Wahrscheinlich nicht. Weil wenn er jetzt einfach Plus gibt... Ja, da sind wir echt raus. Also da können wir rumspielen in dem Spot. Ja, sehe ich auch so. Uns ein bisschen Zeit kaufen, bis wir es hoffentlich schaffen, den Thousands Wind zu benutzen. Oder auch nur ein Land zu ziehen für unseren Biokompanion. Ja, wir haben echt viel Pech, ne? Was ist die andere Morph? Das ist der 5-5. Ah, ja. Mit dem wollen wir jetzt eigentlich auch nicht angreifen. Alle 4-4er kann schon rein, oder? Was ich finde es okay, mit dem können wir auf jeden Fall angreifen, weil der ist nicht unsere beste Karte. Wir tauschen jetzt die beiden Morphs. Ja. Und legen dann den, weil der ihn effektiv dazu zwingt, noch einmal den auszulasten. Genau. Und dann werden wir ihn auslachen. Wenn er nicht blockt, ist das fair. Dann ist es wahrscheinlich der 2-1er. Und wenn er einen Postbär hat, dann bouncen wir auch sehr gerne, oder? Den da? Ach so. Das ist spannend. Ich glaube, dass man hier bounced. Den da? Ja. Wir können auch... Das ist another creature. Nicht ihn selbst bouncen. Ja, ich denke auch. Weil es ist ja... Kostet ungefähr das Gleiche. Ja. Ja, und er braucht länger, um den wieder auf Lifelink. Auf den Lifelink-Modus zu bringen. Ja, im. Also. Siehst du mal wieder, wie gut Killshot ist. Ja, das stimmt. In langer Hinsicht können wir den natürlich auch wieder resetten, wenn wir das Mana dafür haben. Allerdings, wenn der Typ größer wird als unsere Kreaturen, kann das schon echt ekelhaft sein. Mhm. Also wir erstmal Bären rausgelassen. Zuhauf. Das Schöne ist, dass der auch erst in 2 Runden besser ist als der typische Standardbär. Ja. Und wenn er nichts weiteres macht. Okay, jetzt müssen wir die beiden opfern. Wie viel hat er schon? 2? Das heißt, er braucht. Aber es kostet 10, oder? Was kostet 10? Achso. Deaddrop? Ja, das hat er mich gerade im Messgefecht festgestellt. Deswegen gehen die. Achso, er hatte so viele Karten. Never mind. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Na, aber das ist fair. Tauschen wir 1 gegen 1. Ja, es ist fairer, wird es nicht. Achso, das ist nur so ein Death Touch Guy, der uns. Schon relativ. Oh. Na? Hat aber auch schon ein bisschen Business gesorgt hier. Okay, es ist ja out of cards. Was fair ist. Den könnten wir nächste Runde ummorfen. Finde ich nicht so gut. Nö, wir knallen weiter Bären raus. Ich glaube auch. Also ich glaube, dass der Thousand Winds hier nochmal ganz schön Arbeit leisten muss. Ja, das Problem ist natürlich, dass der 3-5er ziemlich viel, also er macht ja sein ganzes Board kaputt. Hätte man überlegen können, ob man vielleicht den legt, weil der einfach angreifen kann. Allerdings brauchen wir auch unsere Bären relativ schnell, um damit zu blocken. Force Away wäre mal wieder gut. Oh, willst du einfach reingehen für Infinite? Naja, das bringt ja nichts. Bringt nicht viel, ne? Aber finde ich trotzdem okay.
Weil wir wollen ja unbedingt ein Land finden, ne? Wir wollen auf jeden Fall das Land finden. Wir können auch dann einfach angreifen mit den... Ja, was bleibt zurück? Die beiden kleinen, ne? Ich würde es so machen. Ah. Ist das fair? Ja. Dann kann er mit beiden angreifen, verliert aber halt einen gegen den Bären. Und wenn er einen Removal hat, wird es schon eklig. Ja, aber andersrum machen wir auch nur 4 Schaden. Das ist schon echt wenig. Naja. Und wir könnten halt den legen. So, uns Wraith King gegen den Doppel-Lifelink-Mann. Ja, aber wir könnten den legen, das heißt, wir können den blocken. Also ich sehe auch ein, dass wir jetzt gern Borsi sein möchten. Wir legen aber 1000 Wind. Ja, wenn wir 1000 Wind legen und Land ziehen und er dann angreift, können wir alle drei bouncen. Ja. Ja, ich finde das schon auf jeden Fall besser. Das ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ob wir hier 1000 Wind spielen wollen, weil er weiß ja, dass wir den haben. Das heißt, wenn er den wegmachen kann, würde er den noch relativ schnell wegmachen. Aber... Naja, aber er weiß ja, wir haben ja viele Mobs gezockt, oder? Ja, wir haben primär im letzten Spiel den Countermann und Thousand gezockt und den Unblockbaren. Also halt, unsere Mobs sind ja alle relativ fies. Ja, okay. Das heißt, wir schüren Angst. Force Away könnten wir auch nochmal looten. Tasty. 4 Mana? Okay. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wir greifen einfach mit den Bären an. Bin mit beiden echt? Ey, einer muss zurückbleiben, oder? Ne, die können ja auch einfach doppelt blocken. Ja, aber den 6-5er zum Beispiel schon wieder nicht mehr. Ne, dafür haben wir den Snowman Rider. Ach, den zockt jetzt einfach, als das, was er ist. Ja, finde ich gut. Da geht auch einfach auf 5. Na, er kennt nichts. Ja, und dann sollte das eigentlich relativ gut aussehen. Weil jetzt muss er ja angreifen. Der kann schon mal nicht angreifen, weil der wird einfach vom Rider aufgefressen. Wenn er mit dem angreift, ist es fair. Oh, so viel Mana? 6 Mana? Okay, das ist relativ ungefährlich. Jetzt ist er sogar tot, wenn wir den umwerfen, wenn er kein Leben kriegt. Mhm. Und er wird kein Leben kriegen, weil er es nochmal outlastet. Ja, er wird wahrscheinlich den outlasten und mit dem angreifen. Oder er greift einfach gar nicht an, dann ist er einfach tot. Ja. Hey, so many winter. Ja. Ja, das war recht überzeugend. Meine, we have yet to resolve den Bounce Spell. Aber sonst? Ja, ich meine, wir haben natürlich viele Effekte, die den gleichen Effekt symbolisieren. Wir haben den Eisfelder-Elfen gespielt als Bounce-Effekt. Mhm. Und wir haben Thousand Winds gespielt. Und wenn die Kreaturen so absurd stark sind, dann braucht man auch die Bounce-Spells nicht. Aber das ist ja natürlich nicht der Durchschnittsfall, dass dein Deck so gut ist. Und dass man so viel Glück hat. Dass man so viel Glück hat, ja. Komm, schnell, wir müssen speichern. Alles klar. Bis gleich.